entschieden. Erstmal mal vier Tore dabei, sprich, das schraubt die Anzahl schon am Einspieler nach oben. Aber generell haben wir natürlich eine weite Reise, wir haben eine weite Anreise, wir haben Zeitverschiebung. Die Spieler oder viele Spieler spielen Sonntag noch, sprich, wir haben auch ein bisschen Belastungsthema. Und es wird auch nicht so leicht, einen Spieler irgendwie nachfliegen zu lassen in die USA. Von dem haben wir uns dafür entschieden, einfach mehr mitzunehmen, dass wir in den wenigen Trainingseinheiten, die wir haben, auch die maximale Anzahl an Spielern haben, um einfach den Inhalt, den wir trainieren wollen, auch auf den Platz zu bringen und keine Gefahr zu haben, auf zu viele Spieler zu verzichten. Wir werden eh sehen müssen, wie die Spieler aus den Sonntagsspielen rauskommen. Dann haben wir eben den langen Flug, Zeitverschiebung, also da spielt schon viel mit rein, um dann auch ein gutes Training zu gewährleisten. Haben wir uns für eine große Anzahl entschieden und noch dazu sind wir ein neues Trainerteam, wollen natürlich auch viele Spieler sehen, auch im Kreise der Nationalmannschaft, die wir noch nicht so gut kennen, auch sehen, wie sie sich da geben. Und demnach ist, glaube ich, eine große Anzahl für diese Reise die richtige Wahl.